nach dem dritten Satz, da muss irgendwas passiert sein. Da wurden taktische Platzierungen gesagt. Wie muss jetzt auf- oder rückgeschlagen werden, damit Ali besser ins Spiel kommt? Da wurde was gesagt und man kann sagen, es hat auf jeden Fall Früchte getragen. Doch wird es auch reichen, um das ganze Spiel zu gewinnen? Dann habe ich mit meinem Coach geredet, mit der Gökçenur, und da haben wir zwei kleine Veränderungen vorgenommen, uns dafür entschieden, dass ich den Aufschlag zwischen Mitte und Rückhand spiele, so dass er nicht komplett drücken kann, sondern so einen kleinen Schritt, ein bisschen angewinkelt mit seinem Ellenbogen nach vorne muss. Somit habe ich dann die Bälle ein bisschen näher zur Mitte bekommen, konnte dann viel bessere Qualität spielen. Und Gökçe hatte mir gesagt, dass ich mehr mit der Vorhand annehmen sollte. Und das war für mich natürlich ein bisschen fremd, weil ich gerne flippe. Und ja, dann habe ich halt mit der Vorhand mehr angenommen, weil wenn ich mit der Rückhand geflippt habe aus der Vorhandseite, dann kam er direkt wieder in meine Rückhand, der Ball. Und da stand ich dann immer ganz schön schlecht da. Also habe ich mit der Vorhand angenommen und dann wurde es tatsächlich ein bisschen einfacher, als es sonst war. Der vierte Satz war sehr, sehr offen. Zwar hatte Ali immer ein, zwei Punkte Rückstand, doch er hatte wieder einen bestimmten Ball, einen bestimmten Zug, der ihn immer wieder zu Punkte brachte. Der Gegner übrigens genauso. Doch was dann passierte, das sieht man nicht aller Tage. Ali lag immer im Rückstand, konnte ausgleichen, Satzbälle, nein, stopp, Matchbälle, mehrere abwehren. Und einer davon war wirklich, wirklich allererste Sahne. Und dann habe ich halt auch diese Matchballabwehr, wo er Topspin zieht, ich ziehe Topspin, er macht mit der Noppe einen kurzen, habe ich dann halt durchgezogen. Das war halt wichtig, um den Gegner auch ein bisschen zu beeindrucken und zu verunsichern. Das macht eine Menge aus. Doch, das reicht ja meistens nicht. Er musste auch noch den Spieß umdrehen und selber erst Satzbälle sich erkämpfen und dann auch umsetzen. Nach mehreren Versuchen klappt es dann endlich. Das Publikum war voll in der Ali und man hatte nicht mehr das Gefühl, dass das Spiel mal von links nach rechts schwimmt und dann von rechts nach links. Nein, der Fokus war voll da und Ali konnte jetzt im fünften Satz zumachen und genau das passierte. Thank you.
ich habe ja 3-4 Matchbälle gegen mich gehabt. Es war halt so 11-10 für ihn, 12-11 für ihn, 13-12. Ich habe mir nur eine Sache gewünscht, dass ich einmal nur führe. Weil wenn du einmal führst, dann ist der Gegner auch psychologisch am Ende, gerade bei so einem Satz. Er braucht nur einen Punkt, dann hat er das Spiel gewonnen. Und somit habe ich dann halt mir nur gesagt, Step by Step, ich will nur einen Punkt. Ich wollte nicht den Satz, ich will den Punkt. Und dann habe ich weitergedacht, jetzt einmal führen. Genau, du musst 1-1 spielen gegen. Alles, wo du zweimal hinspielst, ist nicht so gut. Rückhand umläuft er nach dem ersten. Vorhand zweimal ist auch doof. Eins, zack, eins, ab. Immer ein bisschen beschäftigen. Ja? Ja, wenn er schraubt, dann musst du gleich. Komm, Tommy, du holst es. Wenn er dich anfängt, ist es okay, wenn ich neben dir stehe? Ja, ja. Ja, so, freut mich. Auch danke. Sohnemann ist auch da hinten. Ja, habe ich schon gesehen. Bewegt sich. Schön zum Vater. Ja, ja. Schade, richtig, richtig. Komm, Thomas, komm. Yes. Genau, Tommy. Sehr gut, Tommy. Kannst du nicht ändern. Schade. Gut, Thomas. So kommst du rein. Go! Gut, Tommy. Super. Genau so musst du den spielen. Perfekt umgesetzt, die Taktik. Alles gut. Komm weiter, komm. Komm, Tommy, Zeit lassen. Jawohl. Der Schupfball war gut. Macht es öfter. Ich muss zwischen kurz und lang und flippen nach hinten. Genau, dieser Schupfball, dann der war gut. Du hast jetzt auch sehr viel Spin gezogen, sehr viel Spin. Genau, also wenn du über Rückhand gehst, wenn du zweimal über Rückhand gehst, spiel den zweiten lieber mit Spin, da hat er mehr Probleme. Und ansonsten dieses 1-1, da musst du mehr arbeiten, aber da kommst du rein, ja? Komm, Tommy, letzter Satz, ey. Als Ali dann wieder an den Tisch ging zum zweiten Einzel, stand es bereits 5-1. Doch während seines Matches ging es schon auf 5-2, wurde es etwas knapper, weil Sebastian das andere Spiel verlor. Alle gingen an den Tisch und ich so, ich konnte ja in Ruhe zuschauen, das verliert er nicht. Warum? Ihr habt vielleicht in Teil 1 gesehen. Er hat mit einem Linkshänder mit Torben Wosik trainiert, einen ehemaligen deutschen Meister, hohes Niveau. Er schien gut vorbereitet, gut fokussiert und alles war angerichtet, dass er diesen 6. Punkt holte und das passierte auch. Noah Weber, der Spieler, war ein Linkshänder. Sah sehr, sehr schön aus, sein Spiel. Doch eigentlich konnte Ali sein Spiel durchbringen. Er war immer der dominantere Mann am Tisch. Ja, also genau, gegen Norweber war es halt so, dass ich nicht so viel taktische Veränderungen vornehmen musste, weil ich ganz gut mit der Taktik, die ich im Kopf hatte, gut reingekommen bin. Und im dritten Jahr. Ja, ich habe ja Freitag mit Torben Wosik halt trainiert und habe dann halt halblange Aufschläge auch gegen Torben zum Beispiel gemacht. Das ist immer gut gegen Linkshänder und auch viele angenommen. Ich bin halt sehr rückhandlastig, gerade gegen Linkshänder. Das habe ich jetzt komplett weggelassen. Das war auch ein entscheidender Punkt, weil dann konnte ich kurz liegen, konnte auf die Bälle warten und konnte ganz gut agieren. Genau so war das zweite Spiel. Dann Partystimmung.
Ja, danach ist wirklich ein Felsen von meinem Herzen gefallen. Das war wirklich toll. Also das ist einfach schön, so zum letzten Spiel bei so einer Spannung, bei den Fans, bei den Zuschauern, bei den Spielern. Das war einfach super für uns. Und ja, nach gefühlt einer halben Stunde ungefähr war das Spiel vorbei. Und dann war einfach nur noch Jubel angesagt, Freude angesagt. Der ganze Verein, die ganzen Zuschauer freuten sich. Und so kann man in die Sommerpause gehen. Das war's mit dem Zweiteiler zum Alis Kampf um den Klassenerhalt. Ich hoffe, euch hat das wirklich gefallen, dieses Format. Es war mit viel Aufwand wieder verbunden, viel Arbeit. Aber ich hoffe, euch gefällt das, Tischtennis mal so darzustellen. Vielen Dank euch und bis dann. Ciao. Geschafft. Jetzt sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, was wir da auf die Beine gestellt haben mit dem Oliver Cesca von Let's Play Table Tennis. Nichtsdestotrotz ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Lasst uns aber gerne auch in den Kommentaren wissen, was wir vielleicht noch verbessern können, damit wir auch durch die Interaktion mit euch lernen können. Lasst auch gerne ein Abo da bei Let's Play Table Tennis und auch bei meinem Kanal für die Unterstützung, damit wir halt noch mehr solcher tollen Videos irgendwie drehen können. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Ali.